Tor. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das einzig Gute an dieser Aktuellen Stunde, die die AfD beantragt hat, ist es, dass wir zum Ende dieser Plenarwoche immerhin noch einmal gemeinsam als Parlament an die schrecklichen Ereignisse, an die Terrorereignisse in Frankreich denken können und gemeinsam unsere Solidarität zeigen können. Das Beklagenswerte ist allerdings, dass alle diese Solidarität heute bekundet haben, außer Sie von der AfD, die diese Aktuelle Stunde beantragt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch eines, Ihnen geht es eigentlich nicht um Frankreich. Und Ihnen geht es eigentlich auch nicht um den Lehrer Samuel Paty. Und lieber Herr Baumann, Sie haben sich jetzt groß auf ihn berufen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen auch, dieser liberale, aufgeklärte, moderne französische Lehrer, der dem islamistischen Terror zum Opfer gefallen ist, der würde sich schämen, von Ihnen instrumentalisiert zu werden. Und auch das ist ein Signal, was wir heute senden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zur Wahrheit gehört, Ihnen geht es auch nur halbherzig um Terrorismusbekämpfung, denn Ihnen geht es darum, was Sie immer möchten, nämlich Ihr Lieblingsthema hier vorzuschieben, den vermeintlichen Untergang des Abendlandes. Und ich sage Ihnen, verstehen Sie mich richtig. Es ist so, dass wir es natürlich mit islamistisch radikalisierten Attentätern in Frankreich zu tun hatten. Es ist auch so, dass wir natürlich es mit dem Islamismus als akuter gegenwärtiger Gefahr in Deutschland zu tun haben. Aber wir werden es nicht akzeptieren, dass Sie hier zwei Fehldeutungen in den Raum dieses Parlaments stellen. Erstens, wir lassen es nicht zu, dass Sie den Eindruck erwecken, nahezu jeder Muslim sei auch ein Islamist. So sehr wir eine klare Haltung gegen Islamismus haben, so sehr sagen wir auch, der Großteil der 4,5 Millionen Muslime in Deutschland lebt hier in Frieden mit uns und möchte genauso wenig diesen Islamismus wie wir als Mehrheitsgesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden es auch nicht zulassen, und das in aller Deutlichkeit, dass Sie hier in Zweifel ziehen wollen, dass es auch nur einen Kollegen oder eine Kollegin hier im Hause gäbe, der einen Funken von Toleranz und Verständnis für den Islamismus hätte. Das haben wir nicht, sondern wir bekämpfen den Islamismus. Und das unterscheidet uns von Ihnen, denn Sie haben nur Ideologie und eine Scheuklappenwelt zu bieten. Das ist zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, Sie sagen, wir tun nichts, Sie tun nichts. Sie werden Ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht. Sie sagen, Lehren aus den Attentaten in Frankreich ziehen. Und was Sie hier heute präsentiert haben, waren keine Lehren, waren keine Erkenntnisse, sondern es war ein bekanntes Muster, das wir von Ihnen kennen. Es war nur ein Polemisieren. Und wir sehen sehr, sehr deutlich, wenn man sich die Aktuellen Stunden zum Thema Extremismus in diesem Hause anschaut. Sie haben zum Thema Linksextremismus mal eine Aktuelle Stunde beantragt. Heute reden Sie über Islamismus. Und wenn es uns auch ging, zum Beispiel um die rechtsextremen Taten in Halle, um den rechtsextremen Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke, da haben Sie nichts zu tun gehabt, als sich in Selbstmitleid zu suhlen. Und wir sagen, Alarmextremismus gibt es nicht à la carte, sondern wir sagen, hier gibt es keinen Rabatt, weder auf rechts- noch auf linksextremismus. Und wir haben den 360-Grad-Blick darauf. Und nur das ist der richtige Umgang mit Extremismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen auch sagen, auch in unserem Regierungshandeln lassen wir dem Extremismus keine Luft. Wir haben gestern Nacht diskutiert über die Entfristung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes. Wir haben das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum weiterentwickelt. Wir haben das Ausländerrecht konsequent verschärft. Und es ist im Übrigen auch richtig, so wie es der Kollege Trohm gesagt hat, dass wir auch aus der Lehre, aus dem Fall in Dresden darüber nachdenken müssen, wie wir zum Beispiel auch nach Syrien schwere Gefährder wieder abschieben können. Aber wir handeln und wir lassen uns
uns von Ihnen nicht vorwerfen, dass wir beim Thema Extremismus nicht richtig agieren, sondern wir ziehen die Lehren. Deswegen werden wir beispielsweise im Bereich des Internets die Ermittlungsmöglichkeiten unserer Sicherheitsbehörden stärken. Und man kann gegen den Extremismus nicht kämpfen, indem man ihn hier instrumentalisiert, sondern nur durch kluges Regierungshandeln. Und das ist unser Anspruch. Herzlichen Dank. Können Sie mal ein bisschen die Lautstärke nach unten? Das ist echt anstrengend nach so einem ganzen Tag. Einfach ein bisschen. Ich bin nicht gegen Zwischenrufe, das wissen Sie, da gehöre ich auch dazu. Aber bitte, es tut echt langsam weh. Ja, lebhaft kann man ja sein, aber da muss man nicht so schreien. So. Vielen Dank, Philipp Amthor. Nächster Redner, entschuldigen Sie, nicht der letzte. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Karl.